dazu. Verehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, lassen Sie mich kurz fassen. Herr Scholz, Sie reden von Keynes. Ich rede von finanzieller Depression, die Sie hier in diesem Land erfahren. Und SPD steht in diesen Tagen doch nur noch für Sozis plündern dich. Und das richtig, meine Damen und Herren. Und die CDU, Sie können doch nur noch kopieren, destabilisieren und unterwandern. Das sind Ihre Kürzel. Beispiele gefällig. Die SPD hat seit Beginn der Bankenkrise tatenlos zugeschaut, wie gerade die kleinen Menschen und die Arbeitnehmer durch diese finanzielle Repression bis 2015 um 190 Millionen. Ihre geistige hat hier keinen Platz, aber Sie haben eine hübsche Krawatte, Herr Scholz. Das kann ich Ihnen so sagen. Das ist AfD-blau. Ansonsten hat die EZB in ihrem jüngsten Bericht konstatiert, dass bis Ende 2017 bereits 436 Milliarden Euro von deutschen Sparern, von Ihnen hier, die Sie alle sitzen, enteignet worden sind. Meine Damen und Herren, das kann diese Koalition und Links gut. Das Geld anderer Leute ausgeben, die hart in diesem Land arbeiten. Grober Unfug, da mache ich mal weiter. Das Krebsgeschwür des Euros hat sich in die private Altersvorsorge, wie heißt das noch gleich, Riester, ist glaube ich auch ein Herr von Ihnen, hineingefressen. Die Betriebsrenten sind nicht mehr sicher. Und jüngst hat die BaFin erklärt, dass von den 137 Pensionskassen mehr als ein Drittel sanierungsfähig sind und wahrscheinlich in den nächsten Jahren aufgrund ihrer rechtswidrigen Europolitik, dieser Niedrigzinspolitik von Herrn Draghi, nicht mehr ihren Leistungen nachkommen wollen. Und insoweit ist es nur konsequent und schade, dass die FDP uns nicht beigetreten ist, dass Sie natürlich sagen, kommt Leute, Arbeitnehmer, zahlt mal ruhig weiter den Soli, hätte, wenn, wir werden. Sie sind fast schon wie Herr Seehofer am Ankündigen, wir werden, ob 2021 tatsächlich der Soli fällt, meine Damen und Herren. Wenn der Euro platzt, weil die Italiener jetzt ja 250 Milliarden gerne zurück hätten, da bin ich mal gespannt. Aber es passt zu Ihnen. Die Wähler und die kleinen Leute, die Sie jetzt enttäuschen, sind die Wähler von morgen der AfD. Und insoweit machen Sie die größte Wahlkampfhilfe. Und um das große Genie Alfred Tetzlaff abzukürzen, Sie haben nicht nur Pech beim Denken, das hat die HSA Nordbank gezeigt, Herr Scholz. Nee, Ihre ideologische Ideologie unterstellt und verstellt Ihnen mittlerweile die Fähigkeit zum Denken. Und das ist schade. Denn dieser Haushalt hätte wirklich die Chance gehabt, mit Steuerentlastung für die Mittelschicht und die Arbeitnehmer und vor allen Dingen mit einem deutlichen Schuldenabbau, das ist hier gar nichts in Bezug, wenn die Zinsen steigen werden, entsprechend hier tätig zu werden. Ihr neuer Fetisch von der SPD heißt Flüchtlinge statt Facharbeiter, und das wird Ihnen das Genick brechen, meine Damen und Herren. Da könnt ihr meckern, wie ihr wollt. Guckt doch mal auf eure Wahlumfragen, dann seht ihr doch, wo ihr steht. Wo haben Sie denn noch das Volk hinter sich, Herr Scholz? 17% für die SPD, ich bitte Sie. Kommen wir mal zur CDU. Die ist ja auch dieser Tage durch Herrn Seehofer, die CSU, entsprechend dafür verantwortlich, zum einen zu kopieren, aber das Destabilisieren, das kann man groß schreiben in den Rechtsstaat. Maastricht, No-Bailout-Klausel will ich hier gar nicht erwähnen. Nein, ich will auch nicht erwähnen, dass vielleicht 13 Milliarden von den Iren, wenn wir die aggressive Steuervermeidung mal voranbringen würden, den Oettinger-Plan konterkarieren würden. Nein, kommen wir mal zu Bremen. Kommen wir zu Bremen. Wenn 2500 Flüchtlinge durch Linksunterwanderung hier in diesem Staat illegal Asyl bekommen, mit 5000 Euro, dann sind das 12,5 Millionen Euro pro Monat, 150 Millionen im Jahr, meine Damen und Herren. Das ist Steuerverschwendung, das ist Destabilisierung. Herr Gottschalk, da Sie mich offensichtlich nicht gehört haben und mein Signal auch nicht wahrnehmen, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Sie jetzt einen Punkt setzen müssen. Ja, ich dachte, ich habe etwas mehr durch die Zwischenrufe der Kollegen. Dann lassen Sie mich enden mit den Worten. Wir brauchen keinen Robin Hood für Flüchtlinge, wir brauchen keinen Herold für eine mittlerweile moralisch und innerlich verrottete EU und auch keinen Schutzpatron für eine hinfällige Währung. Ich habe auch die Möglichkeit, das Mikrofon hier zu beenden. Machen Sie den Weg frei. Dankeschön. Was für eine schlechte Rede. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht nun der Kollege Johannes Steininger.